willkommen bei Smarte Sein. Heute gibt es ein etwas anderes Tutorial für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr bei dekorativen Schriften diese schönen Verschnörkelungen und dekorativen Elemente in die Schrift einfügen könnt, die ihr vielleicht oft seht, wenn ihr nach Schriften sucht im Internet und die Vorschau zeigt wunderschön verschnörkelte Elemente. Und wenn ihr die dann downloadet und versucht, was zu schreiben nach der Installation der Schrift, dann sieht die einfach nur langweilig aus und hat überhaupt gar keine Verzierung. Und zwar sind diese Verzierungen mehr oder weniger Sonderzeichen, die ihr extra einfügen müsst, die in der Schrift zwar enthalten sind, aber nicht in dem normalen Prozess beim Schreiben eben eingefügt werden. Und ich zeige euch das hier heute an diesem Beispiel. Ich habe mir eine Schriftart gekauft, die ich kommerziell nutzen darf, also für mein Unternehmen. Und wenn ihr gewerblich unterwegs seid, dann empfehle ich euch auch immer, die Commercial License für die Schriftarten zu kaufen, damit ihr keinen Ärger bekommt, wenn ihr im Internet unterwegs seid und die Schrift dann dort benutzt und ja, damit Geld macht. Das kommt natürlich bei den Schriftarten immer darauf an, was für Lizenzen damit kommen, aber da solltet ihr wirklich drauf achten. So viel zum Rechtlichen. Und ich zeige euch jetzt, wie das gemacht wird, dass ich zum Beispiel aus diesem ganz einfachen, zwar hübsch, aber doch ziemlich langweilig aussehenden Welcome hier oben dieses Welcome gemacht habe. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht dazu mehr oder weniger nur die Schrift zu installieren, mit der ihr da natürlich spielen möchtet. Und die meisten Programme haben dann auch die Möglichkeit, ein Symbolfenster zu öffnen, in dem ihr die ganzen Sonderzeichen seht. Die Voreinstellung von Windows ist zwar ganz hilfreich, aber die kleinen Vorschaufensterchen für die einzelnen Buchstaben und Sonderzeichen, die sind sehr, sehr klein und das kann man oft schlecht erkennen. Und deshalb gebe ich euch heute mal einen Tipp, was ihr verwenden könnt, um da ganz einfach mitzuarbeiten. Das Programm von Microsoft, was ihr für euren Windows-Rechner herunterladen könnt, nennt sich Character Map UWP. Das könnt ihr im Microsoft Store kostenlos herunterladen. Wichtig ist, dass euer Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand ist. In dem Fall hier ist das Windows 10 und wenn der Rechner nicht geupdatet ist, also wenn das Betriebssystem kein aktuelles Update hat, dann kann es sein, dass das Programm nicht installiert wird, dass ihr also wirklich erst euer System updaten müsst. Aber das zeigt euch der Microsoft Store dann auch an. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wo ihr das Programm herbekommt, wie ihr das installiert und dann, wie ihr diese Schriften so verändert, dass ihr dann damit spielen könnt und arbeiten könnt und da richtig schöne Sachen mit erstellen könnt. Müsst, um die Character Map UWP oder Character Map UWP Software zu installieren, auf den Microsoft Store gehen und die Software runterladen. Und zwar klickt ihr hier auf Get. Dann klickt ihr auf Open Microsoft Store. Es dauert einen kleinen Augenblick. Und dann könnt ihr hier auf Installieren klicken. Dann wird die Software heruntergeladen und auf eurem Computer installiert. Und dann könnt ihr die Software auch schon öffnen. Und zwar sieht das dann so aus. Das ist im Prinzip eine verbesserte Version eurer Sonderzeichenübersicht, die ihr zum Beispiel auch in Word oder in anderen Programmen habt. Und zwar habt ihr hier links die Auswahl eurer Schriften, die ihr auf eurem Computer habt. In der Mitte seht ihr die Überschrift der Buchstaben. Und da könnt ihr euch direkt den jeweiligen Buchstaben, den ihr einfügen möchtet, auswählen.
Der wird dann hier links in der Übersicht angezeigt. Ich vergrößere das hier mal. Also ihr geht dann hier in der Mitte in die Übersicht und dann geht ihr hier auf den Buchstaben, den ihr einfügen möchtet. Das sind jetzt die kleinen Ws. Ich suche mir jetzt mal ein großes W raus für Welcome. Das sind die großen. Die sind alle alphabetisch geordnet und dann Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und so. Und die verschiedenen dekorativen Elemente, die da immer mit dran sind, da müsst ihr so ein bisschen durch suchen, was ihr eigentlich benutzen wollt. Und ich nehme mir jetzt dieses große W und mit der rechten Maustaste klicke ich auf den Buchstaben, den ich einfügen möchte und klicke auf Copy as Text. Und dann gehe ich in meine Software, in der ich den Buchstaben benötige, in der ich das Wort schreiben möchte, markiere den Buchstaben in dem Wort und klicke die rechte Maustaste und sage Einfügen. Und wie ihr seht, hat die Software also jetzt dann direkt das W eingefügt, so wie ich das übernehmen wollte. Und genau so könnt ihr das mit allen anderen Buchstaben in dem Wort dann auch tun. Ihr markiert euch also den jeweiligen Buchstaben, den ihr ändern möchtet. Geht auf Character Map UWP. Sucht euch den Buchstaben aus, den ihr haben möchtet. Bei diesen dekorativen Schriften haben die Anfangsbuchstaben und die Endbuchstaben oft verschiedene Schnörkelchen und Verzierungen. Da müsst ihr halt gucken, welchen Anfang, welches Ende ihr haben möchtet oder ob ihr noch irgendwelche mittleren Buchstaben verändern möchtet. Ich spiele das jetzt hier mal durch, damit ihr ein bisschen gucken könnt. Ich muss nur schauen, wo jetzt mein kleines E ist. Das ist keins, das ist eins, das wäre auch eins. Nicht so richtig das, was ich möchte. Nehmen wir mal das hier. Also, das sieht auch schick aus. Ich nehme also das kleine E, was ich hier am Ende haben möchte, kopiere das wieder als Text, gehe in meine Software, sage Einfügen. Und schon habe ich mein E dort hinten dran. Das sieht auch schon ganz schick aus, finde ich. Und um noch ein bisschen mehr Spielerei einzubauen, ändere ich jetzt noch das L. So, schauen wir mal, wie das L ist. L. So, hier kommen wir zum L. Mal gucken, ob es da schöne Unterstriche gibt für das L. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Dann nehme ich dieses hier. Und mehr oder weniger fertig ist meine Schrift in dem Moment so. Und so könnt ihr dann die Wörter verändern, dekorieren mit Anfangs- und Endschnörkeln und Verzierungen innerhalb des Wortes und ganz normal auch eure Schriften dann auch bearbeiten, wie ihr das sonst auch immer macht in eurem Programm. Ich habe euch das jetzt hier in Silhouette gezeigt in dem Programm für das Cameo-Schneidegerät. Und diesen Weg könnt ihr auch genauso gehen, wenn ihr in eurer Digitalisierungssoftware für Stickdateien Wörter schreiben möchtet. Das funktioniert ganz genauso. Ich habe das auch in mBird und in Wacom auf dem gleichen Weg getan. Das ist genau der gleiche Weg. Und ihr müsst natürlich bei der jeweiligen Software darauf achten, dass ihr da eben auch Schriften mit erstellen könnt. Nicht alle Softwareanbieter geben euch mit kostenlosen Versionen diese Möglichkeit. Oft muss man da Module zukaufen, bei mBird zum Beispiel. Auch bei mBrilliance muss man das Modul dafür kaufen. Aber wenn ihr sowas öfter macht und diese Module habt, dann wäre das der Weg, um eure Schriften zu verzieren.
Genau, ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch geholfen und gefallen. Und ich freue mich über Feedbacks von euch und hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Tschüss.